Du überlegst eventuell einen Coach, einen Berater zu buchen und weißt noch nicht genau, welche Vorteile das für dich haben wird und wie viel das dich kostet, dann bist du heute hier richtig bei diesem Clip. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr vielen Menschen dabei, ihr Unternehmen zu gründen. Am Anfang brauchen viele Beratung, doch wenn das Unternehmen gestartet ist, die Prozesse dann anlaufen und die ersten Schritte gegangen sind, dann macht es Sinn, irgendwann zu wechseln in einen Coaching-Prozess. Und Coaching, nun, da bleibst du als Klientexperte und gehst deinen Schritt weiter. Und trotzdem gibt es eine ganze Menge Vorteile, wo der Coach dir dann noch helfen kann. Der erste große Vorteil ist, dass wenn du zu mir kommst als Professional Coach und ich dir zuhöre, dass du mir deine Pläne, deine Ziele nennst. Und dann frage ich dich, bis wann möchtest du dein nächstes Ziel erreicht haben? Und das schreibe ich mir auf, wann die Frist ist. Und ich schreibe auch auf, was du bis dahin erreicht haben willst. Und ich schreibe auch auf, was du bis davor, den vorletzten Schritt erreicht haben willst und was du danach als nächsten Schritt erreichen willst. Und wenn wir uns in 1, 2, 3, 4 Wochen wiedersehen, dann frage ich dich, wie ist es darum geschehen? Und das ist deshalb so wichtig, weil du als Selbstständiger, als Unternehmer keinen Chef mehr hast. Es gibt niemand mehr, der dich beaufsichtigt, außer das Finanzamt, das dann deine Umsatzsteuervoranmeldung haben will. Und deshalb ist ein Coach super relevant, damit du keine Zeit verlierst, damit du Dinge nicht vergisst, damit du dich nicht verirrst und immer wieder von deinem Hauptweg zum Ziel abkommst. Der zweite große Vorteil ist, dass wenn du mit einem Coach gemeinsam deinen Weg gehst, dass du Ressourcen findest oder besser noch entdeckst. Denn viele Menschen sitzen mit dem Hintern auf einer großen Kiste voller wertvoller Schätze und Ressourcen. Aber weil sie nicht aufstehen und suchen und die Perspektive wechseln, finden sie diese Schätze nicht. Und der Coach hilft dir durch Fragestellung genau diese Ressourcen zu entdecken, die Decken wegzunehmen. Indem er zum Beispiel fragt, hast du ähnliche Herausforderungen in der Vergangenheit schon mal gelöst? Kennst du Menschen, die genau das haben, was du brauchst, damit du dein Ziel erreichst? Was genau stellst du dir vor, was dir noch helfen könnte, außer deine Vergangenheit oder die Ressourcen anderer Menschen, damit du dein Ziel erreichst? Was könnte ein kleiner Schritt sein, der Schritt danach? Woran fehlt es noch? Und wie kannst du dir das beschaffen, was dir fehlt? Solche Fragestellungen helfen dir, Zug um Zug alle Ressourcen zusammenzubauen, wie ein Puzzle, damit du dein Ziel erreichen kannst. Der dritte große Vorteil ist, dass der Coach dich provoziert. Und dieses Wort kommt aus dem Lateinischen von provocare und heißt etwas hervorholen. Denn die meisten Menschen um dich herum, die sagen dir selten wirklich die Wahrheit oder alle Wahrheiten. Wenn es nach deinem Äußeren geht, nach deinem Gewicht, wie du aussiehst, da wird gut und gerne mal belogen und das gilt auch für Verhaltensweisen, die dir eigentlich schaden oder für Glaubenssätze, wo du nicht weiterkommst. Und da hilft der Coach durch Fragestellungen wie diese. Wenn du beispielsweise sagst, das Geld ist aber schmutzig oder Kapitalismus ist schlecht, Unternehmer sind schlechte Menschen, dann sagt der Coach beispielsweise Folgendes. Wenn ich es also richtig verstanden habe, ist Geld schmutzig, da Geld von Menschen dir gegeben wird, wenn du ihm Probleme gelöst hast, dann heißt es also, je mehr du hilfst anderen Menschen Probleme zu lösen, desto schmutziger wirst du als Mensch auch durch das Geld, das schmutzig ist. Das bedeutet, schmutzige Leistung ergibt schmutziges Geld. Habe ich dich so richtig verstanden? Ach, und Unternehmer übrigens, die seit Jahren dafür sorgen, dass andere Menschen Arbeitsplätze bekommen, die dafür sorgen, dass Menschen, die an der Schwelle in den Eintritt der Wirtschaft stehen und noch nicht so viel ausgebildet sind und sich deshalb einen Arbeitsplatz besorgen können, das sind also schlechte Menschen, die anderen Menschen helfen, einen Erwerb aufzubauen. Habe ich dich da richtig verstanden? Und so provoziert der Coach deine Glaubenssätze, deine Meinung, damit du eine Chance hast, die neu zu bewerten, anders zu bewerten und zu korrigieren, zielführend werden zu lassen. Das ist einer der wichtigsten Vorteile, die ein Coach dir bringt, dass er dir zuhört und in Frage stellt, was dich vielleicht selbst davon abhält, dein Ziel erreichen zu können. Der vierte große Vorteil ist es, wenn du einen Coach hast, dass er dir dabei hilft, eine Vision zu entwickeln. Denn die meisten Menschen um dich herum, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, bei mir war es so, wenn ich denen meine Vision erzählt habe, meinen Kollegen und Beamtenkollegen erzählt habe, dass ich mich selbstständig machen wollte, nun, dann haben die mir eher versucht, meine Vision abzutreiben, abzutöten. Wenig haben Interesse daran, dass du erfolgreich wirst. Und der Coach, der glaubt an dich. Der glaubt an deine Vision. Und er hilft dir dabei, die Zukunft zu konstruieren. Und erinnert dich an deine Zukunft. Wenn man die Frage stellt, was genau motiviert dich? Wozu machst du das? Was wird dir dadurch möglich, wenn du dieses Ziel erreichst? Was steht dahinter? Was ist deine große Vision? Und das ist einer der größten Vorteile, einen vertrauten Menschen gefunden zu haben, von dem du ausgehen kannst, dass er daran interessiert ist, dass du erfolgreich wirst. Der fünfte große Vorteil eines Coaches ist, dass du nicht den Fehler machst, den viele Menschen machen. Viele Menschen wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Ich will nicht krank werden.
Ich will nicht arm sein. Ich will nicht pleite gehen. Viele Menschen wissen immer genau, was sie nicht wollen. Und sie verpassen es, die Ziele zu setzen, zu formulieren, wo sie wirklich hinwollen. Und selbst wenn sie das sagen, dann sagen sie, ich will mehr Geld haben, ich will mehr Erfolg haben. Aber damit kann dein und mein Gehirn nichts anfangen. Du brauchst echte Ziele, die sind spezifisch, die sind messbar, die sind attraktiv, die sind realistisch, die sind terminiert, haben eine Frist. Und im günstigsten Fall sind sie auch überprüft daran, dass sie dich wirklich motivieren, dass sie deine Ressourcen auch sicherstellen. Sie machen einen Plan, konstruieren und vor allen Dingen, dass du einen Ökologie-Check machst, dass du weißt, dass es keine negativen Auswirkungen auf dein Umfeld hat. Ein guter Coach hilft dir dabei, echte Ziele zu setzen, die zu überprüfen, dass die auch realistisch und umsetzbar sind. Und der sorgt dafür, dass es schriftlich festgehalten wird und dann mit einer Frist terminiert. Und der sechste wichtige Vorteil ist, dass der Coach dir hilft, dich zu motivieren. Denn alleine Visionen und Ziele tun es nicht, wenn es die falschen sind. Denn erst wenn deine Werte klar herausgearbeitet sind, was dich intrinsisch motiviert, was dein Auftrag ist, weshalb du auf der Erde abgesetzt worden bist, erst wenn aus diesen Werten Visionen entstehen, davon abgeleitete Ziele und Pläne und Handlungsschritte, erst dann bist du echt motiviert. Motivation ist also das Ergebnis, dass Ziele und Visionen da sind, die zu dir gehören. Und das überprüft ein Coach immer wieder mit Fragestellungen. Ist das wirklich dein Ziel? Was genau motiviert dich daran? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie motiviert bist du? Bist du auf der 10? Nein, auf der 5? Was fehlt zu 8? Was fehlt zu 9? Was fehlt zu 10? Was sind die Ursachen dafür, dass du die Ziele gesetzt hast? Sind das wirklich deine? Sind das fremde Ziele? Was sind deine Ziele? Solche Fragestellungen, so eine Art Sparring in einem Ring, nicht in einem Boxring, sondern im Coachingring, dieses Spiel, das spielt der Coach mit dir und hilft dich immer wieder optimal auszurichten und sicherzustellen, dass du an das Maximum deiner internen Ressourcen herangeführt wirst. Zusammengefasst ist also ein guter Coach nicht jemand, der dir 3, 4, 5 Ratschläge gibt oder dir am besten noch sein Leben rüberhilft, seine Ziele, seine Werte kopiert. Nein, es geht darum, dass der Coach dir hilft, deinen Weg zu gehen und immer wieder eine Analyse zu machen, eine Auswertung, Abweichung zu deinen Zielen und Visionen, die konstruiert worden sind, festzustellen und immer wieder neue Handlungsmaßnahmen gemeinsam zu entwickeln und dich vor allen Dingen an eines zu erinnern, nämlich an deine Zukunft. Wenn du Unterstützung brauchst und einen guten Coach suchst, der nicht nur gute Leistung bringt und zertifiziert ist, sondern vielleicht auch sogar deshalb Fördermittel bekommt und dich über Monate und Jahre begleitet, wie wir Startups von der Gründung bis zum Exit auch begleiten, dann kannst du jetzt einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir helfen bundesweit Menschen dabei, diese Schritte zu gehen, ihre Visionen zu konstruieren, Ziele abzuleiten und dann Stück für Stück diese auch real werden zu lassen. Gerne aber kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deiner Reise in deine Zukunft. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal